Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Erzgebirge Live. Heute bin ich bei der Spindelfabrik in Neudorf und hier geht es heute um den Beruf Zerspannungsmechaniker. Begleiten werde ich da heute den Jason Pesler. Schönen guten Morgen. Hallo Patrick. 8 Stunden habe ich wieder Zeit, so viel wie möglich über den Ausbildungsberuf herauszufinden. Die starten exakt jetzt und deswegen würde ich sagen, gehen wir rein, oder? Ab jetzt. Los geht's. Nach einem kurzen Rundgang durch das Unternehmen kam bei mir erst einmal eine grundlegende Frage auf. Was macht ein Zerspannungsmechaniker eigentlich? Im Grunde genommen überwache ich eigentlich bloß den Ablauf. Okay. Dass da keine Crash verursacht werden, dass der Meißel einfach irgendwo aufs Material aufsetzt, ohne dass da eigentlich dorthin sollte. Dann Werkzeugkontrolle, Werkzeuge wechseln, wenn die Schneiden stumpf sind oder weggebrochen sind. Solch ein Fall passierte auch während unserer Dreharbeiten. So, okay, ich habe jetzt gehört, wir müssen jetzt ganz schnell zur nächsten Maschine nehmen. Wir wollen die auch gar nicht hier so aufhalten jetzt. Sag mal, wieso müssen wir jetzt so schnell zur nächsten Maschine und warum? Um einen Werkzeugwechsel vorzunehmen, okay. Damit die Maschine dann wieder weiterarbeiten kann, okay. Und ihre Maße aufbringt. Okay, und das lernst du sozusagen auch in deiner Ausbildung, ja. Solche Tätigkeiten, okay? Ja. Sehr cool. Gut, da will ich dich jetzt gar nicht aufhalten. Wir gucken dir ein bisschen über die Schultern. Ne? Vielleicht kann ich auch irgendwas noch lernen. Das wäre ja auch mal ganz gut. Let's go. Die Grundfertigkeiten lernt man übrigens im ersten Lehrjahr in einer Lehrwerkstatt in Annaberg-Buchholz. Dazu gehören zum Beispiel Drehen, Fräsen, Schleifen und Feilen. Aber wie sieht das Endprodukt dann eigentlich aus? Die Antwort auf diese Frage konnte mir Jason nicht nur sagen, sondern auch direkt zeigen. So, Jason, sag doch mal, wo sind wir denn hier jetzt so genau? Also wir sind im Museum oder okay. Im Vorstellungsraum. Mhm. Wie siehst, stehen hier viele Teile. Mhm. Das sind hauptsächlich die Teile, die wir gefertigt haben. Also, ich vermute mal hauptsächlich Spindeln wegen Spindelfabrik Neudorf, ne? Nehme ich mal stark an. Wir arbeiten halt viel für die Textilindustrie. Okay. Mhm. Zum Beispiel Spindeln zum Garn aufspinnen und so weiter. Mhm. Dann teilweise noch was für den allgemeinen Maschinenbau. Mhm. Und Kleinteilserien für die Autoindustrie. Okay. Sind halt auch mitvertreten. Okay, also ich würde sagen, jetzt haben wir schon mal einen Eindruck, wie die Spindel dann fertig aussehen. Aber wir sind ja noch nicht ganz durch mit dem Produktionsablauf. Gibt noch eine Menge zu tun. Deswegen würde ich sagen, gehen wir wieder ab zu den Maschinen. Jason, sag mir doch mal, was machst du jetzt so genau? Ich hole jetzt das nächste Teil, um es zu spannen. Okay. In der Maschine. Und warum macht man das mit einem Kran? Also wie viel wiegt so eine Welle hier? Also, lass mich lügen, aber bestimmt 60, 70 Kilo. Wahnsinn, okay. Also man muss schon echt in dem Beruf auch mit echt vielen Maschinen umgehen, ne? Ja. Also du hast den kompletten Fuhrpark eigentlich. Ja. Du bist überall mal dran. Ja. Und das ist halt alles Schöne, dass du so viel Abwechslung mit drin hast. Ja. Zu jedem Ausbildungsberuf gehört natürlich auch die Berufsschule. Wenn man den Zerspannungsmechaniker bei der Spindelfabrik Neudorf lernt, stehen da sogar 2 zur Auswahl. Zum einen das BSZ in Aue und zum anderen das BSZ in Schopau. Wenn du dich für diesen Beruf interessierst, solltest du folgende Grundkenntnisse auf jeden Fall mitbringen. Vor allen Dingen mathematische Kenntnisse, weil erstens, du bist tagtäglich mit Zahlen beschäftigt. Ja. Gerade im Dezimalbereich, also 3 Stellen nach dem Komma, in dem Bereich müssen wir sicher sein. Weil unsere Maschinen könnten bis aufs Tausendstel genau arbeiten. Ja, aber wir arbeiten im Hundertstelbereich. Ja. Tausendstelbereich, das ist dann wieder vorne eine Schleiferei. Also die Schleiferei ist auf jeden Fall auch interessant, aber wir gucken uns jetzt als nächstes erstmal die Fräserei an. So, und so schnell geht's. Jetzt sind wir in der Fräserei angekommen. Neben mir steht jetzt neben dem Jason auch der Marcel. Ne? Du bist sozusagen sein Ausbilder, ne? Hier in seiner Lehrzeit. Erklär doch mal bitte ganz kurz, was wird hier jetzt so genau gemacht mit der Welle?
Also wir haben jetzt diese Welle bekommen aus der Dreherei. Das ist ein Halbzeug, nennen wir das. Mhm. Und jetzt wird in den letzten Schritten in der Fräserei hier noch diverse Löcher reingebohrt, okay, und einfach Nuten gefräst. Dafür haben wir das spezielle Industriewerkzeug, okay, wie Bohrer, Fräser, Formwerkzeug. Das wird auf so einer 5-Achs-Fräse hier gefertigt, unsere größte hier in der Halle. Ja, und das können wir uns dann hier mal anschauen. Was würdest du überhaupt Leuten empfehlen, die Interesse für diesen Beruf haben? Sollten die erstmal ein Praktikum machen bei der Spindelfabrik Neudorf oder wie sieht das aus? Das Praktikum ist eigentlich immer eine gute Wahl. Da kann man gut in den Beruf reinschnuppern. Du bist halt dann immer an der Seite von dem Facharbeiter. Ja. Da zeigt er die Maschine und dann kommt es eventuell dazu, dass du mal alleine an der Maschine bist, dass du mal das Gefühl dafür kriegst. Ja, cool. Also hier wird sich auf jeden Fall um Nachwuchs gekümmert, ne? Ja. Nach der Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker ist übrigens noch lange nicht Schluss. Wer möchte, kann dank zahlreicher Weiterbildungsmöglichkeiten danach zum Beispiel auch noch seinen Meister machen. Übrigens werden bei der Spindelfabrik Neudorf nicht nur Spindeln hergestellt. Als Maschinenbaufirma stellen sie auch Baugruppen her. Jason, dein Arbeitstag ist jetzt rum, ne? Ja. War auf jeden Fall richtig cool, dass du mir mal gezeigt hast, was du so als Zerspanungsmechaniker machst. Dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Feierabend. Ne? Danke. Mach's gut. Tschüss. Und für euch jetzt, wenn ihr jetzt noch weitere Infos zu dem Ausbildungsberuf wollt, wenn ihr euch das alles nicht so merken könnt, ganz einfach, das gibt's nochmal schriftlich zusammengefasst und zwar auf erzlife.de/Spindelfabrik, hier unten auch eingeblendet, kann ich euch nur empfehlen. Oder ihr checkt mal das Portal der Agentur für Arbeit ab und zwar unter dasbringtmichweiter.de, jetzt auch hier eingeblendet, oder macht dort einfach mein Gespräch beim Berufsberater aus. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr es liken und mit euren Freunden teilen könntet. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.